Und weiter geht's mit dem GM-Mode von NHL 14. Wir kommen zu unserem ersten regulären Spiel gegen die Florida Panthers. Und werden erstmal ein paar Reihen hier, die Reihen noch mit bearbeiten, denn ich habe hier natürlich noch Sutter in den Starting Lines, in der Offensive. Und das will ich nicht haben. Wo ist er denn? Da ist Sutter. Wen haben wir da denn noch? Wer spielt denn noch nicht und wen haben wir noch? Panic spielt. Ja, Killeron. Ist ein Center, aber ja, ich muss fast. Alles klar, den können wir dann hier streichen. Wer spielt denn nicht? Dieser Ding hier. Den gibt's gar nicht mehr. Hä, wer spielt denn hier nicht? Moment, nee. Hoffentlich nicht. Ich will hier und dann gucken, wer spielt nicht. Es spielen alle eigentlich. Eigentlich. Irgendeiner muss nicht spielen. Pouliot, Olin, Thompson. Habe ich nicht. Nee, wer spielt die Reihe? Alter, wer spielt denn hier nicht? Moment, mal gucken wir mal. Purcell, Stamkos, Kane. Pouliot, Thompson, Cohen, Malone, Pied, Panic, Johnson, Pellet, Killeron. Wer spielt denn da nicht? Gucken wir hier mal. Pellet spielt, Oli spielt, Johnson spielt, Thompson spielt. Was? Okay, irgendwas ist hier gerade nicht ganz in der Grüne. Nicht blöd? Ja, mit Defense hätten Karl Brewer, Sailor, Olin, Suster. Guck mal. Oli spielt nicht. Okay, dann nehmen wir mal hier Oli, Roli, Poli, Oli. Vier gegen vier rein. Verteidiger. Was ist die dritte? Ne, das war die. Doch, die dritte. Dann kommt hier zum Einsatz unser guter alter Suster. Alles klar. Versuchen wir es mal. Erstes Saisonspiel gegen die Florida Panthers. Mal gucken, ob es was wird. So. Und 1-1, alles klar, alles noch gut. 2-2, alles klar, immer noch alles gut. Und jetzt darf ich hier wieder spielen. Na toll. Warum muss ich eigentlich immer die schweren Dinge hier machen? Purcell, Kane, Stamkos, ich brauche euch jetzt mehr als sonst. Genauso wie gestern eigentlich. Aber ich muss jetzt mal hier gucken, dass ich hier mehr Tore bekomme, mehr Tore schieße. Aber wie? Ich mache doch eh alles richtig. Patrick Kane scored wie ein verdammtes Tier. Ja, okay, Stamkos ist da eigentlich so ein kleiner Schwachpunkt. Alles klar, Face-Off win, Stamkos. Come on. Alter, ich gewinne auch keine Face-Offs, ne? Stamkos mit dem Vorcheck. Kommt nicht ran. Oh! Und Purcell, Stamkos. Damn it, Icing! Stupid Icing! Alles klar, ich will aber jetzt mal ein Face-Off gewinnen mit Stamkos. Ich mach doch eigentlich alles richtig. Jetzt hier Patrick Kane. Dropshot, Stamkos. Dropshot, Stamkos, Purcell! Und Clemenson, oder wie der heißt. Okay, mal hier ganz ruhig da reinlaufen und querlegen. Patrick Kane hat schon ein Minus. Ich kann keine Face-Offs gewinnen. Warum, weiß ich nicht. Ah, nein. Wollte sie gerade auslaufen. Da ist einer mal verletzt. Mozak. So, jetzt Stamkos hier einmal. Ja! Stamkos! Purcell und Patrick Kane und Steven Stamkos! Dammit! Hätte ich auch hier dieken können. Geh weg von Kane! Come on, Stamkos!
Ah, abgefälscht und fast Stamkos. Alles klar, da ist noch nichts verloren. Ah, oh, weggediegt. Weggedotzt. Patrick Kane. Hedman. Purcell. Pflicht. Mann, ey, das klappt das noch nicht. Das Kane, der wird abgefangen und dann stehen sie im Abseits. Und Dump in. Und jetzt habe ich ihn wieder. So, jetzt hier mal. Guter Angriff. Okay. So, jetzt aber. Nimm ihn doch an! Kein Foul. Kein Foul. Bin ich absolut nicht für. Poliot. Poliot, langes Eck. Close. Alles klar. Könnte vielleicht eine Overtime geben. Aber jetzt kommt hier Pouliot und dann Brewer und Klo und Thompson und draußen, dammit. Alles klar, hier jetzt Druck aufbauen. Pouliot. Ah, Thompson. Wie kommt der denn daran? Der hat doch gar nicht gepokecheckt. Komm, verpiss dich. Das wollte ich nicht. Jawohl, Brewer, zeig's ihm. So, jetzt hier Pyatt Malone Panic. Will ich schon wieder Overtime verlieren? Nein! Leg dich doch dahin! Alles klar! Panik! Panik! Yes! Da ist er drin! Pyatt! 3-2! Und jetzt Defense! Jetzt muss ich in der Defense hier gut sein. So, komm, schickt einfach alle Defensemen raus, die wir haben. Alles klar, Stamkos. Moon. Oh, face off win, Stamkos. Steven Stamkos. Crystal. Upsides. Dammit. Läuft aber noch. Läuft noch, läuft noch, läuft. Ja, das ist unser erster. Saison sieht unser erster Regular. Mist, habe ich wieder Face off verloren. Fleischmann. Hoover, oh, Karl! Purcell! Da ist Kane! Da ist Patrick Kane! Yes! Da ist er wieder drin! 4-2! Patrick freaking Kane! Das Tier! Die Wundertüte! Ich muss sagen, Kane ist irgendwie besser als Stamkos. Finde ich jetzt hier. Yes! Okay, jetzt sehen wir das Stamkos. Sieht gut aus. Face-off auch gewonnen. Purcell nochmal zurück. Und Steven Stamkos! Ungewollt, aber gut. Geh weg von Kane. 2 Minuten, ne? 150 Karrieretore für Patrick Kane! Also ich muss auf alle Fälle die Verträge von Kane Stamkos und... Obwohl Stamkos weiß ich gar nicht. Der schlägt dich hier bei mir irgendwie gar nicht ein. Auf alle Fälle von Kane und Hedman muss ich hier... Dann, alles klar, Stamkos. Long pass, Patrick Kane! Drop pass, warum klappt das Drop pass nicht? Boom. Boom. Und Hedman, den haben wir doch. Was? Nee. Purcell. Stamkos. Steven Stamkos. Empty Netter. Yes. Stamkos. Erstes Saisontor. Alter, ein Killer, der Stamkos vom leeren Tor. Ein Killer. Alles klar, das dürfte es gewesen sein. Saisonsieg Nummer 1 mit 5-2. Ja, wieder Face Off mit der Rückhand sogar. Thompson, das ist nicht gut. Jetzt ja, Salo. Salo über die Bande zu Brewer. Weiter, Klo und Thompson. Thompson in the middle. Klo, dammit. Alles klar, ich brauche jemanden. Pouliot. Thompson hinterm Tor hervor.
Boom! Das ging nicht. Ich hab dich gerecht. Oh, da ist er wieder drin! Salo! Was ist denn heute los? Ach, meine Güte. Gestern ging gar nichts und heute rock ich hier so weg. Ich hab nichts im Schwierigkeitsgrad verändert. Ich kann's euch auch zeigen. Hab ich über Nacht zu viel gelernt? Ah, Mist. Yes! Saisonsieg Nummer 1 für die Tampa Bay Lightning. Florida's first of the season, it could not have been much worse. I agree. The one thing that bothered me is that even when they got behind, they still didn't play. 6-2. 6-2. 6-2. 6-2. Alles klar. Nochmal gegen die Florida Panthers. Kane. Mit dem Tor. Okay, ich muss aber hier schon mal anders spielen als in NHL 13, wo ich ja ständig so gelaufen bin und dann von der Mitte aus abgezogen. Ich muss ja schon mehr mit Pässen und Taktik spielen und... Ah, 1-1. Ah, 2-1. Alles klar, ich brauche wieder so ein Comeback. Stamkos, Kane, Purcell, it's on again. Oh, es geht los. Nein, das war falsch. So, jetzt. Alles klar. Zu Hause auch noch. Okay, wir dürfen unsere Homecrowd nicht enttäuschen. Stamkos, vor allem du nicht. Mist. Wieder gegen Florida. Ach Gott. Ah, stark. Wer ist denn im Toilette? Der Bischof. Ja, da ist doch Kane. Da war Kane. Abseits. Ja. Stimmt schon. Thompson, alles klar, meine erste Reihe ist schon wieder vom Eis. Gewinn doch mal ein Face-Off, Thompson! Whack it away, Poliard. Poliard, vielleicht, da ist er drin! Yes, Ausgleich! Ich glaube, ich muss den Schwierigkeitsgrad noch höher stellen. Das ist, wird jetzt schon wieder zu einfach. Stamkos, Face of Win, Steve. Stamkos, Kane, Stamkos! Da ist er wieder drin! Was ist denn das? Irgendwas stimmt hier nicht. Entweder ich bin wirklich so gut, oder es ist einfach zu einfach. Gucke mal! Oder sind einfach die Florida Panthers so schlecht? Ich habe auf Pro gestellt. Das weiß ich, ich habe den ersten Part nochmal gesehen. Wir brauchen auf alle Fälle noch ein Tor. Da hat er recht, der Kommentator. Alles klar, Bishop. Und raus. Und Kane. Und Kane kommt doch da nie ran. Huberdeau. Kolakov. Das ist gar nicht gut. Das gefällt mir nicht. Bishop. Liegen raus. Edmund, Stamkos und Patrick Kane. Und Stamkos. Ach, das war doch. Ach, der linke Flügel. Der linke Flügel im Abseits. Oh, dammit. Boom. Upgrade Poliard. Oh, das war gut! Das war gut, Klo! Ah, Mercy Save! Das war gut gehalten. Das war nicht für schlechte Elben. Klo wieder? Klo? Klo? Was war das denn? Alter, das wird wirklich hier irgendwie einfach wie Sau. Ich habe aber nichts umgestellt. Ich sehe nachher nochmal nach. Das ist nicht mal mehr spannend. Boom. Nimm denn die Scheibe ab. Warum habe ich denn die Scheibe nicht abgenommen? Boom. Ich habe immer noch keinen Fight bekommen. Das wundert mich auch ein bisschen. Dann Stamkos. Stamkos auf Platz.
und Zeit und die Skills! Damn it. Stamp, das hat normalerweise die Skills. Ich muss den Puck wieder erobern. Ah, Stamp, Coast! Was gibt eine Strafe? Was gibt das denn? Charging? Was? Elbowing? Elbowing, Roughing? Was war denn das jetzt? This is simple formula. Elbow up, bang. Ach, Elbowing, okay. Elbowing check. Alles klar. Wenn wir stehen Klo und Klo am Feld, das war krank. Ja, Salo. Der muss raus. Da ist er draußen. Und boom. Nein! Nein, oh Gott. Puh. Und weg damit. Was, Blue? Ich kann kämpfen. Warum? Was? Game Discount. Boarding? 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 Das muss doch hier Boarding gewesen sein. Aber wie geboardet? Boah, du Drecksau. Weg mit Bergenheim. Yes! Face-offs in a 4-on-4 gives you a big time chance. Damit hätten wir danach auch ein Powerplay. Ach, wenn wir jetzt treffen. Ja, das war doof. Das war auch doof. Und ich darf ihn jetzt nicht auch chargen. Was war das? Nein. Ist Downplay, vielleicht ein Breakaway. Nee. Ihr kommt da nicht durch. Boom. Kommt der an auf Kane? Der kommt natürlich an. Wer ist denn überhaupt dieser Patrick Kane Powerplay-Tor? Yes, aber wir haben noch weiter Powerplay. Es war eine 5-Minuten-Strafe. Bei einer 5-Minuten-Strafe haben wir noch weiter Powerplay. Über und beide rumgeschmiert. Patrick Kane, Stamkos, jetzt können sie hier mal aufstehen. Alles klar, Purcell darf auch nochmal mitspielen, aber natürlich sollten, nein, unsere Scorer das Ganze machen. Der kommt doch auf der anderen Seite eh wieder. Was, da ist aber auch ein Gegenspieler. Stamkos. Jetzt können wir es eigentlich ausspielen. Ah, Stamkos! Und raus. Ja, das war gar nicht gut. Aber ist okay. Kann ich den hier so ausspielen und dann schießen? Ach, der haut ihn jetzt gleich wieder raus. Ja, ist bei dem Powerplay zu erwarten. Ne, hat er mit dem Handschuh, gehen wir aber zwei Leute gleich drauf. Oh, jetzt kommen die Tore nochmal. Jacob Markstrom. Ne, die Tore nicht, Ding hier, die Saves. Ah, ne, das war ein Tor! Glove Side! Patrick Kane, Glove Side! Alles klar, das war alles Handschuhseite. Das ist nicht gut für den Torwart. Dem ist juckt's am Rücken. Face of Last, nix gibt's da mit Schlagschuss noch draus. Dann hab ich das. Und jetzt ruhig. Yes! Hetman, da ist er wieder drin! Ja, okay, das Powerplay, das war ist aber auch hier irgendwie. Irgendwas stimmt hier nicht, glaube ich. Das ist irgendwie zu einfach. So gewinnen wir bestimmt jedes Spiel. Sag ich so lange, bis hier die Großen kommen. Ovi. Da kommt nicht alles klar. Was war das denn? Oh, fast mit dem Tor. Pass. Geh zurück, das war nicht gut. Kuba! Ein Block, Montana von Kuba. Kann ich da so eine Bande entlang? Nee, das war nicht gut. Was soll denn das? Ja, toll, Tripping. Ich hab's gewusst. Alles klar, jetzt können wir auch noch eine Unterzahl spielen.
Tampa Bay's won the draw in their own zone. Florida's power play's now on as the man's out of the sin bin to Huberdeau. Stamkos, schön raus. Er kommt wieder. Da ist Suster! Suster! Suster wird natürlich auch mal freispielen. Okay, Stamkos. Ah, damn it, da wollte ich mich hier durchschlümpeln. Boom. Was ist das wieder so strittig? Das ist Pyatt und das ist Purcell und das ist Pyatt und das ist Purcell und das ist es direkt. Oh. War nicht schlecht gespielt hier von mir, muss ich mir selbst loben. Und dann direkt und dann leider kein Tor. Purcell! Ich versuche hier noch ein bisschen zu deepen. Nein! Face Offs habe ich aber immer noch Probleme. Da kommt... Puff! Das ist Icing. Den kriege ich auch noch. Ja, Stamkos war halt super. Oh, da ist Kane, da will ich ihn doch geben. Ich wollte ihn wirklich hier zugeben. Kopetzky. Patrick Kane. Klo eigentlich was hat Klo? Ah, da wollte ich zu viel. Boom! Ah, fast noch ein Tor hier. Handschuhmäßig ist der aber nicht gut drauf. Naja, egal. Tampa Bay. Steven Stamkos, Patrick Kane, Tampa Bay. New Faces of Tampa Bay. Nun gewonnen. Alles klar, jetzt geht's hier gegen die Pittsburgh Penguins. Ja, Pouliot hat hier 4 Strafminuten schon gefressen. Stamkos, Karl. Moment, ich will hier kurz mal. Wo ist es denn? Ist es bei Anpassen? Optionen? Ja. Einstellungen, Regeln. Pro, es ist auf Pro. Ich will auf jeden Fall hier erstmal auf Pro ein bisschen spielen, dass ich besser werde. Na komm, Menü. Simulieren. Damn it. Sidney Crosby. Sidney Crosby. Okay, Stamkos. Come on, fight back. Kane Stamkos. Die müssen jetzt hier zurückkämpfen. Here come the Lord. Straight from the side. We got nowhere to run. It's been a long time coming. Das beste Lied in dem Spiel. The boys are back. Alles klar, come on! Wir brauchen jetzt ein schnelles Tor und dann noch eins für die Overtime. Ah, Stamkos! Ah, Crosby. Ah, Kane. Gleich mal Kane hier einschnüren und Pfostenschuss! Ah, Stamkos hat keinen Helm mehr. Ich hasse den Crosby jetzt schon. Huge collision takes place. What a shot. Jetzt geht doch mal weg da. Kane. Kann ich aber hier und dann Stamkos weg hier. Stamkos hat keinen Helm mehr, stört ihn aber weniger. Ach komm, wo war das denn abseits? Wir müssen hier irgendwie 2 Tore machen. War das nicht Slashing, das der von uns gerade gemacht hat? Boom. Orpik. Jokinen. Pyatt. Pyatt. Kann er sich durchsetzen? Pyatt! Klo, den krieg ich aber noch. Klo. Slapshot, der ist drin! Tor! Pfannelatte in den Torwart drücken. Das war gut. Na gut, das war mehr Glück als gut. Guck dir mal da. Latte und dann geht er irgendwie über die Linie. Ich will das nochmal von der Hintertorkamera sehen. Und das ist das gut. Marc-André Fleury. Der heißt doch gar nicht Marc-André, oder? Ich glaube schon.
That is a very big goal to pull them within one here in this third. Yes, say low. If they don't win this game, they can say we just ran out of time. It's here, Stamkos. Damn it! Generating way more scoring chances. Just score another goal, and then it will be all fine. Was war das denn, Crystal? Nein, was macht er denn? Nein! Ich hasse den Typen jetzt schon! Oh Mann, und wieder zwei. Was habe ich vorher gesagt? Es ist zu einfach. Es relativiert sich jetzt gerade. Alles klar, komm ich da durch. Da blockiert mich der eigene Mann. Komm, pass fired! Mit der Rückhand nimmt er den. Stamkos am Eis. Look at that. That's a snowstorm that he just went through. And his teammates are taking a look around like, what was that all about? Ich muss hier noch irgendwie. Das ist Icing. The Bolts getting the whistle. That's an icing. Das ist Icing. It may be early, but having the W's up always matters. Yeah, and this is really good. I mean, that these guys have gotten out of the game so quickly. Love to see them go head to head in this one. Tom Martin. That's a nice long lead pass. Big wrist shot. Damn it, under Druck. And yet another turn away. And Pers. Fu. Sieht nicht gut aus für uns. Vielleicht war Florida einfach kein Gradmesser für die Tampa Bay Lightning. Da kommt wieder dieser dämliche Crosby. Oh, Pistol! Das war ein guter Pass. Und da ist Patrick Kane! Warum schießt er denn nicht? Kane! So ein großer Fan von Kane und dann. Nee, Crosby. Nee. Jedes Mal klappt's auch nicht. Klo. Warum? Wie denn? Jetzt brauche ich wirklich ein schnelles Tor. Hass! Was war das denn für ein Pass? Da oben. Klo, zeig, was du kannst. Klo, übers Tor. Boom. Warum? Ich hasse das Puck annehmen. Oh Mann. 2 Minuten. Noch eine Minute. So ein paar Tore. Das wird nie. Oh, oder. Patrick Kane. Schnell essen. Da ist es! Patrick Kane! Eins noch. Es wird verdammt eng. Das wird arg eng. Stamkos, Kane, irgendeiner. Yes! Jetzt auf Wien und wieder Patrick Kane. Patrick Kane! Da ist er! Drin! Oh Gott, nee, bitte nicht. Da habe ich mich. Kein Tor am Abseits, der Puck ist drin und kein. Nee, der muss zählen! Der zählt! Yes! Ausgleich! Der Equalizer! Leck mich am Arsch! Tampa Bay's back, baby! Oh mein Gott, das ist echt ein spannendes Match hier gerade. Pörsel, kein Absatz. Und Kane. Und jetzt hier Stamkos, Lauf 1. Stamkos. Oh oh, kein Tor mehr kassieren. Boom! Ich hasse den Typen! Ah, Pistol! Boom! Was? Wie kann denn der noch stehen? Was? Jetzt aber hier. Abseits! Oh man. Face off. Lost the Stamkos! Got the wall beside him here as he carries this one up the wing. Gonna try and move it himself. Stamkos to Kane. To Stamkos. Damn it, overtime. Puh, das war eine Aufholjagd hier. Jewgeni Malkin. Herr Fong, die Disziplin fährt in der Angriffszone gerne in die Mitte. Das ist richtig. Alter, komm. Jetzt geht's um die West. Aber wir haben Stamkos und Kane im Eis.
Ja, okay, gegen Crosby und wer ist noch am Eis? Overtime underway. There's the drop of the puck. Oh Gott, ich hasse ihn. Aber so sehr! Scoring chance tonight. Good stick save. Nice use of the stick. Dann raus. Kane, der ist schnell. Das ist O-Pick, der ist nicht schnell. Da kommt Stamkos. Oh fuck. Ja, Sailor, gut aufgepasst. Das ist Icing. Ich hab Check gedrückt. Krasse Shootout. Boom. Oh, war das gut. Okay, jetzt wieder hier ruhig. Aufbau! Boom. Und boom. Ah, ich hasse ihn. Der Dick zieht die komplette Defense aus. Genau, aber hier jetzt habe ich auch meine hier. Was für ein beschissener Line Change. Ich will kein Shootout. Hab ich schon mal gesagt, dass ich kein Shootout will. Kane! Kane! Ah, Stamkos! Stamkos, wirf dich rein! Bischoff! Bischoff! Und Hetman. Und hier jetzt hier. Nein, Steven! Alter, Bischoff hat uns gerade den Arsch gerettet. Jetzt ist Patrick Kane. Patrick Kane, der ist am Line Change. Der ist am Line Change. Warum kommt er nicht an? Down to the final moments of overtime. Using that empty wing to Crosby. To Stamkos. Stamkos und Purcell. Ich habe kein Kane mehr im Feld. Dammit. Dammit. Wohin denn? Brewer! Oh, what a save! Mercy save! Come on. Ich brauch die erste Line. Not gonna pass it here. He'll lug this one in. Brewer, nimm ihn bitte an. Danke. Piatt, schnür sie ein, Fleury, Marc-André Fleury, dammit, Stamkos. Oh man, Shootout, gegen Crosby und Gino Malkin. Ja, Strafe, leck mich am Arsch. Oh man. Ich habe wieder vergessen, den Torwart einzustellen. Ah, Bishop! Na, wie kommt der denn da noch mit dem Handschuh ran? Oh, Yevgeny, Gino Malkin. Ah, Poke checks it away. So, jetzt kommt hier Patrick Kane. Five-Hole! Oh mein Gott! Neil! Was? Ja klar, mit dem Pfosten. Alles klar, das war's dann. Yes, Purcell! Keeps it alive! Letang! Letang gegen Bishop! Bishop mit dem Poke-Check! Den hab ich jetzt hier. Malone. Well, not a lot of players who can gun it where he did. Wer hat angefangen? Er hat angefangen. Jokinen! Ja, Bishop! Wer kommt jetzt? Boliat. Ich hab nicht geschossen! Ich wollte mal rüber auf Rückhand! Kunitz. Come on, Bishop! No. Ja klar, ich habe jetzt die Defense. Nein! Ach komm! Warum denn? Alter, regen mich diese Shootouts auf, ne? So eine Glücksroll-Lotterie-Scheiße! Boah, Alter. Komm, jetzt nochmal ein Sieg hier. W. 1-0, Panik. 2-0, Purcell. 3-0, Pouliot. Alles klar, Sieg. Gegen die Washington Capitals.
Puh, oh Mann, wie sieht's eigentlich tabellenmäßig aus? Tampa Bay, 7 Punkte. Aber wir haben verloren gegen die Penguins. Die sind in der Division D erste mit 6 Punkten. Ja, das war dieser eine Punkt, dieser eine fucking Punkt, den ich jetzt keine Sau brauche, dieser eine fucking Punkt. Ich wollte 2 haben. Zwei zu eins. Pulliard. Okay. We're going to overtime. Alles klar, Overtime spiele ich hier selbst. Ist jemand verletzt? Nee. Irgendjemand muss ja. Okay, ich muss jetzt hier, aber da ich mal davon ausgehe, dass wir es in der Overtime nicht schaffen, Tor zu schießen, will ich hier den Torwart selbst spielen mal. Mal gucken, ob ich es besser kann. So, und wir starten mit Powerplay. Was? Das wollte ich jetzt aber nicht! Wie geht das denn? Achso, hier ist Hack the Post. Ja, safe! Back, Hack the Post. Ah, lit back, Butterfly! Ach, wir haben hier Downplay. Das Kirchen. Kann ich irgendwie Poke checken? Good pass. That's gonna send him. Came out of the defense. Lind back. Brewer's effort right there. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, dass ich nur den Torwart spiele, aber mache ich jetzt mal das eine Spiel lang. Eric Staal. Up the middle. Eric Staal. Goes into the butterfly. Turns into nothing because of a broken stick. That is a crime. Schön rübergegangen. Lind back. Hack the post. Ah, Glück! Damn it! Ach, komm! Ach, komm, Alter! Das ist scheiße! 3-0-2! Ey, zweimal hier einen beschissenen Punkt! Ja, wir sind immer noch Erste mit 8 Punkten, aber wie lang halt? Komm, Stamkos. Wir brauchen mal wieder hier ein Tor von unseren großen beiden hier. Kane Stamkos. Warum klappt das eigentlich hier nicht mehr? Wo kann man das einstellen fürs Shootout? Torhüter? Nee, kann man nicht. Kann man das denn? Kann man anscheinend nicht. Na gut. Wir liegen eins hinten. Ist noch nicht so das Problem. Achso, wir bekommen noch eins. Und das gibt mir eine fucking Overtime! So, jetzt hier, wir liegen hinten und haben gleich mal Penalty Kill. Warum ist denn Olin am Face-Off? Abseits! Jetzt schickt ihr Olin bitte weg! Komm, wer ist da verletzt, wenn Olin hier ein Ding ist? Alles klar, der war draußen. Das ist hier schon mal gut. Das ist Johnson! Wir haben auch einen! Ich sehe Klo auf, nee, das ist nicht Klo, das ist Karl! Ich sehe den fucking Blue Jackets Spieler. Das habe ich mir gedacht! Was? Ist irgendjemand verletzt? The Bolts win the face-off on that neutral zone draw. Pulliat! Holy moly, Bajoli! 2-2! Tampa Bay, come on! Wo ist denn eigentlich Patrick Kane? Irgendjemand hat sich verletzt, ja, bei Oli. Moment, da muss ich will nur hier kurz, wo geht das denn?
Hier. Kein Spieler verletzt. Warum habe ich dann so komische Reihen? Hat jemand... hier, warum Oli? Wer war denn da? Thompson war da. Thompson muss verletzt sein. Dann setzen wir doch Killer Run ein. Wenn wir ihn schon haben. Alles klar. Use your body, tie him up, ja, alles klar. Hier Killer Run jetzt unser Second Line Center. Und Ole und Hedman und Poliat. Boah, der ist drin! Yes! Aber wie? Und ohne mit Ole, Roly, Poly, Ole. Guck mal, bang! Also okay, jetzt endlich mal First Line Time. War nicht gut, war nix so gut. Stamkos. Kane. Stamkos. Superstars. Oh, war da fort. Ich hätte aufs Lange gehen sollen. Ah, Sailor. Senst drüber. Ah, das war so schlecht. Oh, ich hätte gedacht, den habe ich schon. Weiter. Hier, Purcell. Stamkos. Wo ist Kane? Dubinsky. Nice pass. Alter, Pulliard. Pulli. Und ins Tor. Over the boards they come, protecting the puck. He takes that one back in behind the net. Pulliard, drop pass. Point man takes that one. Takes that shot. Snapshot. Nehme ich dankend mit. To Hedman. Leider mit der falschen Hand dran. Polia! Boom! Wo sind denn hier gerade meine ganzen Defender? Yes! Panik! Panik und Piot und Malone. Malone, drop pass, Piot! Gets rid of it, clearly, no danger. No danger. Oh, ich gesehen, das ist Oland. You think NHL.com's gonna put that hit in the top 10? I do. Da ist Suster. Ist Panik und dann kann ich hier noch kicken. Jetzt wird der Gegner eine Scheibe, aber jetzt ist Suster. Kick it out. Yes, da bin ich wieder draußen, endlich mal. Yeah, da gehe ich doch hier ums Tor rum. Ah, da hämmert er wieder daneben. Alles klar, jetzt muss ich hier wieder aufpassen. Panik, gut aufgepasst. Ich hab sofort gedrückt, der müsste eigentlich direkt abspielen. Boom. Das habe ich in FIFA schon gehasst, dieser Delay beim Abspielen. Bringt das was, wenn ich hier... Nee, bringt das. Umdrehen! Ja, da hätte ich ihn ausdieten können, damit. Warum hat der jetzt den Puck hier? Ich will ihn aber haben. Wo ist Stamkos eigentlich? Da ist Stamkos! Oh Gott, und da kommen wir nicht an. Gasttorhüter vom Eis, Empty Netter! Was war das denn? Ah, Lidbeck! Das gefällt mir nicht. Kick ihn raus. Killer Run. Kane. Purcell. K. Nein! Muss ich gut. Das war's aber trotzdem. Das wissen wir. Ja, the Tampa Bay Lightning. Has won. Once. Okay. Disappointing loss for these guys. They were close a couple of times, but couldn't get it done.
Here's an opportunity to review some of the big plays in this game. Oh, das war die Empty Netter Chance. Die hätte halt drin sein müssen. Ohne Kane, ohne Stamkos gewinnen wir das Spiel. Yes, und wir sind wieder. Wie sind wir eigentlich in der kompletten NHL? Yeah, Sidney fucking Crosby. Assists, Martin, Everly, Skinner, Priestley, Pyatt, wir haben Pyatt dabei. Und Karl. Was sind denn hier, Punkte? Crosby! Siege. 4? Da ist von uns auch keiner dabei. Ja, James Hiller und Jim Reimer. Reimer. Das ist ein Deutscher, glaube ich sogar. Nee, das ist nicht der. Grabowski fällt aus, alles klar. Ich will nicht mehr gegen die spielen. Ach, die haben einmal auch schon. Oh. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier gegen die Pittsburgh Penguins.